Trick 17, wieder zurück. Wieder festmachen. Super. Wieder zurück. Ja, okay, der ist sehr leicht. Der ist ja kaputt. Hallo. Hi, Dosch. Hi. Hi, wie geht's dir? Was machst du da? Gut, so. Danke. Und selbst? Wie immer, auf dich gewartet. Da habe ich gesagt, die abgebrochene Schraube von unserem Krümmer hole ich raus. Da habe ich ganz kurz geschweißt. Aha. Und mal schauen, ob er rauskommt. Das ist okay. 16, 17, was war das? Da war ja abgebrochen. Ah, 16, siehst du? Was für ein Augenmaß hier. Und mal schauen, ob er rauskommt. Oh, das fühlt sich gut an. Oh, jetzt fühlt er sich nicht mehr gut an. Jetzt fühlt er sich wieder gut an. Jetzt wieder nicht. Shit. Ach, man kann da was draufschweißen und dann kann man versuchen, so rauszuholen. Ja, aber hat nicht geklappt. So, eine. Das müssen wir nochmal probieren. Das fühlt sich sehr gut an. Du hast zu lange. Ich glaube, du musst ein bisschen warten. Ach, ich kann gar nicht warten. So, egal. Durchbohren. Fertig. Apropos abgebrochene Schraube, Eidosch. Heute machen wir Glühketzen. Bei einem V10. 10 Glühketzen bauen wir heute aus. So nebenbei. Heuschkettin ist bei Kfz-Tutzi. Ich hoffe, euch geht's gut. Heute ist Ostern. Ich suche auch gerade meine Eier. Und werde versuchen, die Glühketzen abzumachen. So, es sollte ein Special Guest kommen. Ja, der Special Guest hat auf jeden Fall was zu tun. Kann leider nicht kommen. Ja, und wir können leider nicht warten. Das heißt, wir fangen direkt doch damit an. Nicht 4, nicht 6, nicht 8. Nein, wir haben 10 Glühkerzen. Das heißt, wir haben 10-mal die Chance, dass sie abbrechen. Natürlich habe ich in den Kommentaren gelesen, Jonas, bitte, bitte besorgt Licht. Habe ich gemacht. Sag nicht, ich mache nichts. Ja, ich sehe hier das alles. Sieht okay. Guck mal, hier. Nur es blendet halt, wenn ich da direkt reinschaue. Nee, dann mach das doch nicht. Hier, Krümmer, die Schraube geht gar nicht ab. Ey, da habe ich so keinen Bock. Da einfach durchbohren. Wenn es abreißt, haben wir zwar sehr viel Arbeit, aber wir kommen sehr gut dran. Das ist das Gute. Aber das wollen wir nicht. Sprühen wir das jetzt Ganze hier ein und warten ein bisschen. Was ich nutze, super. Interflon, nicht Paste. Paste ist auch geil, kann ich euch empfehlen. Und dann haben wir Interflon Fin Grease. Die beiden Sachen benutzen wir. Einfach reinsprühen. Von beiden. Ha? Und von beiden was reinsprühen. Erstmal Fin. Grease meinst du? Ja, guck mal, guck mal, guck mal. Du siehst schon, wie der arbeitet hier. Das gucken wir hier. Oh ja, das blubbert. Auf jeden Fall, wir lassen das jetzt einwirken. Und dann machen wir das nochmal. Das machen wir ein paar Mal. Wie lange sollte man warten jetzt? So, also ich habe es ja schon vorher ein paar Mal gemacht. Ne? Okay. Wenn ich Glühkerzen annehme, egal bei was für ein Auto, ich warte immer einen Tag. Aber was passiert dann? Muss man da dann... Da müssen wir durchbohren. Und dann geht überall da das Späne zu. Ja, und danach können wir das absaugen und so weiter und so fort. Das ist einfach brutale Arbeit. Okay. Die will keiner machen, glaub's mir. Das sind die ersten Glühkerzen. Wir haben V10. Das heißt, die sind jetzt wie alt? 21, werden 22 Jahre alt. Über 200.000 gelaufen, wenn es original ist. Wir müssen noch ein paar Sachen reinigen. Alles klar. Okay, dann machen wir das eben. Aber das seht ihr in einem anderen Video. Einwirken lassen, mehrmals. Und Eidosch, sind wir jetzt bereit? Holen wir die Glühkerzen raus oder nicht? Die kommen alle raus. Ach, du bist optimistisch heute. Das gefällt mir doch. Sehr schön. Das kommt raus. Die werden dich lieben. Ich glaube, die haben auch die Schnauze voll. Wir können die Glühkerzen auch später mal testen. Die laufen auch ganz normal mit 12 Volt. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob die rauskommen oder nicht. Was brauchen wir? Das müsste ein 10er sein. Oder ist das schon ein 11er? Dann schauen wir mal hier. Das ist ein 10er. So, Stunde dabei. Oh mein Gott. Boah, Alter. Was ist? Der guck mal, wie er sich drehen lässt. Oh mein Gott. Ja, jetzt wird es ein bisschen fester. Darum drehe ich den auch sicherheitshalber wieder zurück. Und dann, das ist ja dein Trick hier. Das ist, ja, das ist Trick 17. Das weiß doch jeder Mechaniker. Ey, das ist Wahnsinn. Die ersten Glühkerzen, ne? Oh.
Ey, das fühlt sich richtig gut an. Als würde ich so eine sehr, sehr feste Schraube. Oh ja, jetzt wird es wieder sehr. Ja, guck mal. Die Glühkerze ist schon richtig ab. Jetzt mache ich den wieder rein. Jetzt machen wir den wieder ab. Dass da einfach so Schmierung entsteht, oder? So ein bisschen. Nee, damit sich das lockert da. Damit das ganze Ruß, Rost, was auch alles da ist. Alter, du musst mal ein bisschen weg hier. So, so. Ah, guck mal. Guck mal. Guck mal, die ganze Schmierung. Ist bis runtergegangen. Bis runter, ja. Das ist noch der erste, ne? Komm, gib mir ein VW-Zeichen hier. Gib mir ein VW-Zeichen. Kann man da überhaupt noch was erkennen? Nee, da kann man. Ja, ja, doch. Steht Germany VW AG. Ja, das ist doch der erste. Erste Glühkerze ist raus. Zweite. Weißt du was? Versuchst du direkt? Ich versuch direkt. Oh. Ich versuch direkt. Ey, unglaublich. Ohne groß Mühe geht. Okay. Wahnsinn. Wahnsinn. Guck mal. Oh, der ist sogar so rausgekommen. Achte mal, hier siehst du erstmal. Oh, da sind aber ein bisschen mehr so Ablagerungen. Ja, ja. Hier siehst du richtig, wie verbraucht der auch ist. Wahnsinn. Zweiter ist draußen, direkt raus. Ey, es ist Wahnsinn. Was. Interflon ist Wahnsinn, Leute. Oh, 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 der ist fest. Ah, Trick 17, wieder zurück. Wieder festmachen. Super. Wieder zurück. Ah, oh. Oh. Ja, okay, der ist sehr leicht. Der ist ja kaputt. Der geht's auf. Boah, der ist zu leicht. Hör auf. Wahnsinn. Oh, der ist locker. Wahnsinn. Ja, hier merkt man. Weißt du, was ich Angst habe? Mhm. Auch wieder die Rußseite wieder habe ich oh, Angst. Oh ja, stimmt. Wir haben jetzt die gute Seite hier. Ja. Wahnsinn. Als würde ich eine 10er Schraube abmachen, die irgendwo am Motor befestigt ist. Und natürlich nicht gerostet ist. Ehrlich. Ich weiß nicht, ob ist der kaputt oder kommt der echt so ab? Die ist ab. Wahnsinn, ey. Leute, ehrlich. Der letzte auf der guten Seite. Vorsicht. Weg, 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 weg. Nee, brauchst du gar nicht mal zurück. Ach, die letzten beiden Glühkerzen, die gingen einfach so ab. Wahnsinn. Zack. Oh, der war auch direkt schon. Also der erste sah gut aus, finde ich. Ne? Die anderen waren schon ein bisschen so. Ja, jetzt kommen wir zu unserer Problemseite. Erste Glühkerze. Okay. Wird fest. Ah, ist ein bisschen fester geworden. Okay, super. Problemseite. Problemseite. Nummer eins. Oh, die ist fest. Alter, die ist fest. Die ist sehr fest. Nein, sorry. Nehme ich zurück. Nehme ich zurück. Manchmal spannt man sich einfach viel mehr an, weißt du? Nee, ehrlich, kannst du so direkt machen. Willst du mal eine Seite machen, Aidosch? Nö. Echt? Nö. Komm, mach du eins. Willst du eins machen? Willst du eins machen oder nicht? Weiß nicht. Super.
irgendwas kaputt oder so. Nachher kommen die nicht raus. Nee. Wenn man Interflon benutzt. Nein, der bricht nicht ab. Wahnsinn. Wahnsinn. Du siehst einfach, wie er ganz unter der, du siehst das ganze Ruß. Aber du siehst, wie Interflon sich da durchgearbeitet hat, ne? Das stimmt. Nummer 4. Ha? Nummer 4. Das ist die Nummer 4. Also Nummer 9. Oh, die ist fest, ja. Oh, die ist fest. Wieder zurückdrehen. Wieder zurückdrehen. Wieder zurückdrehen. Super. Ja, die ist echt fest. Jetzt wieder nicht mehr. Jetzt hat er wieder verloren. Ja, die letzten paar Gänge waren fest. Rußvoll. Soll ich den letzten rausholen? Okay, komm. Alter, du machst das. Bin ich auf der richtigen Dings? Ja, ja, der ist offen. Also ich muss so, ne? Ja, mach mal. Aha. Und wie ist es? Es löst sich, es ist fest, aber. Ja. Dreh wieder zurück, wenn du willst, wenn es jetzt zu fest ist. Ja, dann geht mach mal. Eigentlich. Dann mach mal richtig, komm. Ja, jetzt wird's locker. Okay, dann mach. Kann ich auch so machen? Ja, mach doch. Klar kannst du so machen. Ich weiß ja nicht. Mach. Wahnsinn. Ist jetzt schon sehr locker, kann man jetzt schon rausholen. Ist noch fest, glaube ich, ne? Ja. Nee, der ist immer noch fest. Ja, weil Ruß hält fest. Deswegen. Ja, es kann ja auch sein, dass die Glühkerze untenrum abbricht. Und gewindemäßig nicht. Das kann auch passieren. Ja. Das wäre natürlich jetzt schlecht. Der letzte und ich mache alles kaputt. Okay, dann lass mich mal. Lass mich mal schauen. Oh, der ist ab. Der ist ab, Alter. Oh ja. Oder muss ja, man den noch ein bisschen? Nee, weil hier haben wir weniger Platz. Wir können da nicht auf. Ne? Also ist ja auch ein bisschen geschmiert. Wenn du willst, bring eine Zange. Mit einer Zange einfach, Spitzzange, einfach nehmen. Das darf man? Das darf, natürlich. Kommt die eh neu. Super, ja, ja. Gut, Eidosch, super gemacht. Hier hast du deine Kamera zurück. Und jetzt kontrollieren wir die. Jetzt bin ich mal gespannt, wie viele davon kaputt sind. Eidosch, da fehlt aber eine Glühkerze. Haben wir jetzt eine Glühkerze hier vergessen, abzuschrauben oder was? Da hat er sich doch versteckt, wollte schon sagen, ey. Glühkerzen testen, das liebe ich doch. Als Azubi, Eidosch, ist das erste, was sie mir gezeigt haben. Ja? Weißt du, wie so eine Glühkerze funktioniert? Und dann hat er mir das gezeigt an der Batterie. So, ich so, wow, war so interessiert, so, so geil. Und da habe ich das immer gemacht, immer wenn ich Glühkerze ausgebaut habe, habe ich das immer getestet. Das machen wir auch. Also man kann es natürlich auch Durchgangmessen machen, ne? Nee, ist nicht, oder? Doch. Das Ding hat Strom schon drauf. Guck mal. Null. Hätte das sofort glühen müssen? Das müsste sofort glühen, also müssten wir auch... Das geht so schnell? Genau, also müssten wir auch hier keinen Durchgang haben. So. Normalerweise hätten wir jetzt auch hier Durchgang. Haben wir nicht. Der ist kaputt. Also der ist definitiv futsch. Der ist futsch. Und der hier, der hat Durchgang. Okay. Der hat Durchgang. Das heißt, der müsste auch gehen. Durchgang. Und die probieren wir auch gleich alle aus. Durchgang. Kein Durchgang. Also auch gut. Ja, die haben sogar ein paar Tote. Ja.
Also die piepen müssen alle glühen. Drei kaputte. Genau, drei kaputte. Und zwei. Ne, drei kaputte und sieben müssten funktionieren. Oh, oder? Warte. Hier, Eidosch. Zack. Machen wir das mal rein. So, du siehst, der funktioniert auch nicht. Ne? Also trotz Durchgang? Genau. Und jetzt zeige ich dir mal, was passiert eigentlich, wenn du das machst. So, einmal und achte, zack, was passiert. Wow, so schnell geht das? Ja. Ah. Der wird mit 12 Volt angetrieben. Es gibt natürlich auch welche, die mit 5 Volt angetrieben werden. Aber das ist ja dafür da, damit ihr den Brennraum und Diesel schön warm macht und mit der Kompression zusammen. Und das Vorglühen lassen im Auto? Das ist das jetzt. Das ist dieses Vorglühen? Ja. Glühkerzen bei V10 sind so einfach rausgekommen. Geil. Feier ich doch. Danke nochmal an Interflon. Ehrlich geil. Unten verlinkt. Checkt das ab. Und wenn ihr nächstes Mal selber Glühkerzen machen wollt, hier. Super. Und Fing Grease. Kann ich euch nur empfehlen. Wir werden jetzt sehr viele Firmen besuchen. Firmen? Turbo instand setzen, Partikelfilter sauber machen, Lenkgetriebe. Da gibt es so viele Sachen, was wir noch machen müssen. Mhm. Und wir müssen den zusammenbauen. Das heißt, die ganzen Anbauteile werden sauber gemacht, aber das seht ihr in einem anderen Video. Im Hintergrund sind die noch am Laufen. Können wir es euch ganz kurz zeigen, weil das kommt danach. Die Trossklappen werden gereinigt hier gerade. Mhm. Und die Ansaugbrücken und so. Das werdet ihr aber in einem anderen Video sehen. Es sprudelt. Hier schöne Grüße an Farid. Apropos Farid, Farid ist auch nächstes Mal dabei, Eilof. Ah. Ja, mit Farid haben wir auch was vor. Das zeige ich euch. Das habt ihr auch immer in die Kommentare geschrieben. Macht das, macht das, macht das. Und das machen wir jetzt auch. Weil Farid macht das täglich, ich glaube, gefühlt 50 Mal. Weil wir werden ja die Kanäle sauber machen innen drin. Und wir müssen die Ventile zumachen, damit wir es sauber machen, damit nichts im Brennraum reinkommt. Und deswegen müssen wir ja drehen. Und wir haben ja nur solche Schrauben hier. Keine Ahnung, wie wir den drehen. Werden wir sehen. So, gut. Das war's. Eidosch, wir haben zu tun. Bleibt gesund. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Kraft-Situation. Bis dann. Haut rein. Ciao. Eidosch, Dankeschön. Tschüss, bitteschön.